Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ihr kennt Alessia, unsere XXL-Königin, und heute gibt es eine Überraschung. Und zwar eine weitere XXL-Königin. Auch eine riesengroße Barbie-Puppe mit dunkelbraunen Haaren, und das Kleid sieht ganz ähnlich aus wie bei unserer Alessia, nur ein bisschen in anderen Farben. Ich glaube, die wird noch ganz schön staunen, wenn auf einmal eine andere große Barbie auch noch da ist. Mit dabei ist auch eine Bürste und verschiedene Kopfbedeckungen. Ich gehe mal ein bisschen nach oben, damit ihr auch die Puppe gut sehen könnt. Also sie hat ein sehr hübsches Gesicht, eigentlich ganz ähnlich wie unsere andere XXL Barbie. Braune Augen, etwas bräunliche Haut und dunkelbraune Haare und eine lilane Haarsträhne. Ich sehe 4 verschiedene Kopfbedeckungen und noch 3 kleine Haarklammern. Und hierbei ist auch noch so eine Bürste. Die war auch bei der anderen XXL-Königin dabei. Das ist eine Bürste, die man aufklappen kann. Das sieht man auch hier. Und dann kann man die Kopfbedeckungen, die Haargummis und so weiter darin dann verstauen. Geeignet ist die Puppe für Kinder ab 3 Jahren. Und wir wollen nicht länger warten. Ich werde die natürlich jetzt sofort auspacken. 43 cm ist die groß. Und ich versuche sie hier gerade aus der Verpackung zu befreien. Die ist natürlich wieder sehr, sehr gut befestigt, wie ihr hier auch sehen könnt. Ich versuche das mal vorsichtig durchzuschneiden. So, ein Arm ist schon mal befreit. Na, noch nicht ganz. Hier sind auch noch mal Gummibänder. Ich habe endlich unsere riesen XXL Barbie befreit. Die hat so ein lilafarbenes Oberteil hier mit so kleinen Rüschen an den Schultern. Hier sind auch so ein paar kleine silberne Details. Und das Ganze geht dann über in einen schönen Rock. Der hat erstmal oben ein Blumenmuster. Und dann verschiedene Tüllstoffe übereinander. Die trägt relativ flache, also für Barbies Verhältnisse, flache pinke Schuhe mit einer Plateausohle, mit einer leichten Plateausohle. Und jetzt sehen wir hier das hübsche Gesicht, also ein bisschen rosafarbener Lidschatten, braune Augen, pinke Lippen und super schöne Haare. Ich glaube, das wird eine echte Konkurrentin für Alessia, weil die ja auch so lange Haare hat. Also da kann man auch schöne Frisuren machen. Und hier mit diesem Lila, also ich finde, das sieht echt toll aus. Und, ach ja, genau, das möchte ich euch auch noch zeigen. Das Besondere ist bei diesen großen Puppen, die haben hier auch noch ein Gelenk. Also die kann sich hier auch bewegen. Und die Ellenbogen lassen sich bewegen, die Handgelenke lassen sich bewegen. Und die Beine, die sind auch etwas beweglicher. Also hier an den Knien können die so einknicken. Und hier ist die Bürste, die mit dabei war. Also hier zum Bürsten. Und hier kann man das öffnen. So, genau, hier und hier. Und da können wir dann die verschiedenen Sachen reinlegen. Wir haben hier zum Beispiel einen Haarreifen mit Blumen. Wir haben eine zweite Krone, eine lilafarbene Krone. Sie hat ja schon eine silberfarbene Krone auf. Und hier ist noch ein Haarreifen. Der sieht ein bisschen so aus, als wäre der so aus Perlen. Und dann obendran ist eine große pinke Schleife. Eine kleine Spange mit einer Schleife, so eine kleine Haarklammer hier, auch mit so einer Schleife da oben. Und hier, ich glaube, das sind Blumen, kann man sich auch so ins Haar reinstecken. So, jetzt können wir noch mal unsere beiden XXL-Königinnen nebeneinander setzen. Ich finde schon, dass die sich irgendwie ganz ähnlich sind. Die sind erstmal von der Größe genau gleich. Und auch das Gesicht, wenn man sich das so anschaut. Also klar, die Augen, die Farben sind ein bisschen anders, anderes Farbschema. Aber sonst eine ähnliche Gesichtsform auch, ähnliche Lippen. Die Kleider sind eigentlich fast gleich, nur eben in anderen Farben. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eine richtig gute Freundin für Alessia werden kann. Für den Namen Alessia hattet ihr ja auch damals hier abgestimmt, hier bei uns auf dem Kanal. Und vielleicht habt ihr auch Vorschläge, wie diese große Königin heißen soll. Wenn ihr eine schöne Idee habt, einen schönen Namen, dann schreibt das doch gerne unten in die Kommentare und dann machen wir auch bald eine Abstimmung, wie die dann heißen soll.
Und vielleicht habt ihr auch schon Lust reinzuschreiben, soll das eine Konkurrentin oder eine gute Freundin von Alessia werden? Alles unten in die Kommentare. Ja, ich finde diese XXL-Barbies echt richtig toll. Also die Haare sind so schön, die kann man flechten, da kann man richtig viel mitmachen. Die haben ja beide super lange Haare. Und auch die Farben sind so schön glänzend, dann mit dieser Strähne noch drin. Super hübsch und mir gefällt auch die Größe ganz gut. Also die sind einfach, wenn ihr das hier so seht, also meine Hand. Oder ich kann mal eine normale Barbie daneben legen. Also hier habe ich eine normale Barbie oder die kann sich mal daneben setzen. Das ist schon ein echt enormer Unterschied. Normale Barbie und Riesen-Barbies. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wie findet ihr die neue XXL Barbie? Wie soll die heißen? Gerne alles unten reinschreiben. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!